Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tokyo Mirage Sessions Sharp FE. Im letzten Part haben wir ja zum anderen Toma geholfen, dann haben wir Tiki geholfen, eines ihrer ja, Husbandos zu finden. Und im Endeffekt hat es sich dieser Husbando als Frau rausgestellt, die immer mal wieder Songs produziert mit dieser Utaloid-Software. Und ja, hat sich als merkwürdiger Fan herausgestellt, also ja, aber typisch für sowas. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal offscreen ein bisschen gelevelt und wir sind jetzt alle ungefähr auf Level 20er Niveau. Ich habe, außer Tsubasa, die ist noch Level 19. Und wir haben jetzt in diesem Part eine kleine Nebenquest, nämlich treffen wir uns in Shibuya mit Kiria, die ein Problem hat, bei dem sie Hilfe bräuchte. Und da werden wir uns jetzt mal drum kümmern, ne? So, eine kurze Beschreibung, wo sie ungefähr ist, hat sie auch schon gegeben. Wir können es auch ebenfalls auf der Karte sehen, also auf dem Gamepad. Ihr allerdings nicht. Nehmen wir es mal hier rüber. Und genau hier, da ist er auch schon. Sehr gut. Dann sagen wir mal Bescheid, dass wir hier sind, um mir zu helfen. Hm, ja klar, warum nicht? Hm, okay, die will irgendwo privat sprechen. Warum auch immer. Naja, schauen wir mal. Das ist ein Plüschchen. Die steht auf Plüschtierchen. Ach Gott, ich finde die geil. Also ich will für Freund werden. Hm. Ich find's aber süß. Die ist totaler Fan davon und die will das nicht rausscheinen lassen. Aber das ist voll süß. Ja klar, helfen wir doch. Alles klar. Ist ja süß. Kiria steht auf Plüschis. Ach Gott, ich könnte sie ja knuffen. Voll süß. Voll süß sowas. So, dann gehen wir uns mal auf den Weg machen, also Richtung Daitama. Die hat uns jetzt wahrscheinlich ein Bild geschickt von dem Kleinen, ja. Okay, irgendwo beim Daitama Observatory. Das Bild können wir uns ebenfalls anschauen, allerdings kann ich das nicht irgendwie auf den Bildschirm projizieren. Es ist auf jeden Fall ein kleines Plüschi, das sehr den großen Maskottchenfiguren bei Daitama ähnlich sieht. Und irgendwo soll sich das befinden dort. Also schauen wir mal. Ah, da liegt doch schon was. Sieht ungefähr so aus wie diese Dogensaurus-Viecher da. Ah, scheint, sie haben es gefunden. Oh, aber der ist total kaputt. Ja, da kommen schon überall die... Oh, das ist traurig. Uff. Ja, fangen wir mal zu Tsubasa, ob sie vielleicht irgendwie das wieder beheben kann. Die Kiria kriegt unsere Konversation mit Tsubasa mit, wo wir sie fragen, ob sie etwas vernähen könnte. Aber wir sagen ihr, ja, dann hat nichts damit zu tun. Nein, nein. Komplett andere Geschichte. Okay, also Tsubasa kann nicht wirklich gut mit Feinmotorik, mit Nähen. Die Bloody sagt, dass wir fies sind, weil wir auch noch zustimmen. Ja, können wir uns vorstellen, dass du als ungeschickte Person nicht gut damit kannst. Okay, wir kriegen aber von Tsubasa einen Tipp, einen Hinweis, dass ihre Schwester, die Ayaha, dass sie sehr gut kann
mit Nähen und solchen Geschichten. Ja, dann probieren wir es mal bei Ayaha. Vielleicht kann sie uns da ein bisschen helfen. So, wir müssen zurück zur Fortunas Office. Und dort mit Ayaha sprechen. Hallöchen, wir bräuchten ein bisschen Hilfe. アヤハさんが裁縫得意だって聞いたんで、これ直してもらえませんか。うん、ダーム・プリュシー。これは、イツキ君、これは君が自分で直すのがいいんじゃない。うん、ウィエソンデス・ラパリアン。アバ、ウィゾ？なんとなくだけど、そっちの方がいいと思うな、私は。オッケー。大丈夫、私が責任を持って教えてあげるから。 Na gut. Immerhin kriegen wir von ihr beigebracht, wie es geht. Oh. Ja, irgendwie passt es farblich nicht wirklich, aber repariert ist repariert, schätze ich. Okay. Kann die etwa unsere Gedanken lesen? Scheiße. Was ist das überhaupt, Frauenintuition? Könnt ihr was das erklären, bitte? Ab in die Kommentare damit. Frauenintuition. Immer diese Ausflüchte. Ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass sie so ein Gefühl hat. So ein Bauchgefühl. Irgendwas, ne? Schlecht gegessen oder so. Aber hey, wir haben jetzt den Zirgen Plush EX, Alter, die EX-Version. Besser als je zuvor, Mann. Naja, sagen wir mal Kiria Bescheid, dass wir ihr Plüschchen gefunden haben. Okay, die wartet am üblichen Platz wieder auf uns. Und ja, dann suchen wir sie mal auf und zeigen ihr den Plüschi, den wir... ja, einigermaßen hinbekommen haben. Hoffen wir mal zumindest. Ja, können auch direkt zu dem Spot hin. Bevor wir da extra hinlaufen. Sollte sich eigentlich auch immer noch an dem gleichen Plätzchen befinden, wie wir erst zuletzt mit ihr gesprochen haben. Ich glaube, das ist sogar richtig. Ja. Ja, da ist er ja. Sehr gut. Hi. Wir haben dein Plüschi gefunden. Otsukaresama, Itsuki. Ja, danke uns nicht so früh. Es ist ein bisschen kaputt gegangen und wir haben es versucht, einigermaßen wieder hinzurichten. Wir sind dermaßen geschockt. Oh ja, wir wollten es ja besser machen, aber wir sind Anfänger. ごめんなさい。勝手なことをしちゃって。別に迷惑じゃない。ね、いつき、私次のライブで歌う新曲がうまくいってなくて、ちょっと悩んでたんだ。だけどあなたがゲン様を見つけてくれて直してこれを握っていると不思議な気持ちが湧き上がってくる。 Unser nächster Radiant-Skill demnächst, ha? Wie es aussieht. Itsuki, zugino live, zettai mini kinasai. Hm, okay. Was auch immer das Ganze zu bedeuten hat, aber irgendwie schön das Ganze, ne? Okay, Tiki fordert uns auf, uns direkt zum Bloom Palace zu begeben und dort in die Radiant Unity durchzuführen. Denn ja, anscheinend hat es damit was ganz Besonderes auf sich.
So, jetzt gehen wir erstmal zurück zum Office. Machen dort die Radiant Unity. Und sehen mal, was dann sonst noch passiert, ne? So, Dorf Wundering, okay. Dann müssen wir mal ganz mal. Ja, dann gucken wir mal, dass wir es gleich mal machen. Dorf Wundering, da brauchen wir aber wirklich nur das. Okay. Ja, machen wir einfach mal. Dann go, go, go. Wofür auch immer das ist. Aber ich denke, das wird genauso wie bei Thomas sein, wo wir dann eine schöne Cutscene haben dann als nächstes. Ja, wir wissen bisher eigentlich gar nicht so, wie Kiria und Tasha, wie sie miteinander in Kontakt kamen und alles und wie viel die schon miteinander erlebt haben und alles. Aber anscheinend kennen die sich schon echt eine längere Zeit. Sehr gut, sehr gut. Ach ja. Oh, was ist jetzt los? Ah, wieder ein Song, wieder ein Konzert. Alter, wie damals, voll gut. Bin mal gespannt. Schön. Oh, die öffnet sich allmählich. Das ist doch schön. Sugoi hankyō datta sa. Kyō no Kiriya wa itsumo yori notte da tte. Tashika ni kyō no wa sugokatta na. Itsumo yori high tension datta tte iu ka. Masaka kareshi ga dekitta to ka? Was denn das bitte schön für Gerüchte, hä? Nein, nein. Imamade datte uita hanashi mattaku nakatta nda kara. Na. Und in dem Moment kommt sie natürlich rein. Otsukare-sama. Ah, war doch sehr schön, oder?
Vor allen Dingen hat sie endlich mal gelächelt, die Frau. Also, das ist so schön, dass man richtig. Und die lächeln auch jetzt noch. Gott, ist die süß. Ach, Gott, ist das schön. Ach, wunderschön.前回よりも良かったです。一味違うって。その通りでした。そうかもね。あのね、今日のライブうまくいったのは、いつきが源様、あのマスコット直してくれたから。そう言ってもらえると、俺も嬉しいです。 ねえ、いつき。その、どう思った?あのマスコット。あんなものを持ち歩いている私、似合ってないっていうか、その、気持ち悪いでしょ。気持ち悪いでしょ。キリアさんに言うのもなんですけど、こういうのが好きなキリアさんも、 可愛いと思いました。ゲン、フィニッシュ。それにあのマスコット、なんだか不器用な感じが、ちょっとキリアさんに似てるなって。バカ野郎。ちょっとそれは良くなかったんですけど、こういうのが好きなキリアさんも可愛いと思いました。ゲン、フィニッシュ。それにあのマスコット、なんだか不器用な感じが、ちょっとキリアさんに似てるなって。うん。なんか別に好きじゃない。形見みたいなもの。 Okay, ein Andenken? Das wird die coole Kiria, die wir kennen. Aber irgendwie ist es süß. Irgendwie war es süß. Schön. Ah, die hat jetzt ebenfalls so ein Adlib-Skill bekommen, genauso wie Toma. Schön. Freut mich das. Wir lernen mehr über die Charaktere kennen, das ist immer schön. Ah, alles klar. Gut. Ja, jetzt ist halt die Frage, was wir noch so Schönes anstellen können. Wahrscheinlich werden wir als einziges nur noch zu Barry hingehen können. Und nach ihm ein bisschen sehen. Aber ich denke mal, bevor wir das machen, das werden wir dann im nächsten Part machen, gehen wir uns ein bisschen in Shibuya umschauen. Und ja, gucken, was wir noch so machen, Schönes machen können. Vor allen Dingen habe ich Karabia. Achso, das ist doch die, ja, das ist der Shop. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen in Shibuya um. Gucken mal, was die Leute so inzwischen meinen von den ganzen Geschehnissen bisher. Und vielleicht erfahren wir dann noch ein paar nette kleine Details. Ansonsten sind wie immer hier recht viele Leute unterwegs. Hm. Ah, okay, das ist ausgestellt. Ah, schön. Da geht's nicht weiter. Das ist auch nicht relevant für uns. Aber auf jeden Fall, was ich sehr schön finde, wie toll das nachempfunden wurde, das Shibuya im Spiel mit dem Shibuya Viertel in Tokio. Also, liebe Mädels, ich muss allerdings zugeben zu dem letzten, was der Kelly gesagt hat. Wenn wir Interesse zeigen an euren Boybands oder an irgendwelchen Bands, dann haben wir natürlich auch ein bisschen Hintergedanken, weil wir wollen ja auch ein gemeinsames Hobby mit euch haben. Andererseits, es ist auch schwierig, mit den ganzen Jungs da draußen mitzuhalten. Ja, versteht ihr uns ein bisschen so? Weil ihr denkt euch, ah, was für ein aufregendes Leben die führen. Und dann wollten wir auch so ein aufregendes Leben führen, damit ihr, ja, bei uns bleibt und so. Wir haben euch lieb, Mädels. Bitte vergesst uns nicht. So, gehen wir mal weiter. Ich würde mal sagen, soll ich mal bei Karabia? Ah, komm, schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Vielleicht gibt's ein paar neue Sachen. Vielleicht holen wir uns direkt auch mal was Neues. Außerdem ist es ein hübsches Fräulein, die mir auch sehr bekannt vorkommt aus Fire Emblem. Ist die nicht aus Radiant Dawn oder Path of Radiance? Ich weiß nur gerade, wie die Dame heißt. Ah, ich hab's vergessen. Okay. Stimmt, Thomas braucht noch was Neues. Und Kiria braucht noch was Neues. Von dem her ist es ganz gut, dass wir hier sind. Okay.
Das kaufen wir direkt und legen wir auch direkt an, natürlich. Und bei Kiria haben wir noch gar keine Ahnung, was da... Ah, die hat schon was Besseres. Okay, die hat schon was Besseres. Die braucht erstmal nichts. Ah, und es gibt schöne Mailmarks für uns. Ja, das ist ja toll. Das ist ja toll. Können wir wieder ein bisschen Lotto spielen. Ist doch toll. Vor allen Dingen keine Ahnung, was für Preise es so gibt. Ich glaube, das kann man sogar nachgucken im Spiel. Aber bisher habe ich noch nicht geguckt. Ich war einfach so, ja, neugierig halt. Das, was kommt, das kommt halt, ne? So, ansonsten da hinten gibt es nichts mehr von zu decken. Und quatschen wir mal kurz die Frau an. So. Vor allen Dingen, vielleicht gehen wir mal wieder in das Café und schauen mal dort, ob vielleicht noch ein paar Leute sind, die wir anregen können. Allgemein etwas lebhafter hier, seitdem es dieses Konzert gab. Viel einkaufen müssen wir auch nicht beim Hihomart. Für alle, die sich ein bisschen wundern, für was das Hihomart eigentlich ist, es gibt ein Dämon bei Persona, beziehungsweise bei den Shin Megami Tensei-Spielen. Das gilt als Maskottchen für die ganze Serie. Und kündigt sich immer mit einem fröhlichen Hiho an. Das ist sozusagen seine Lache oder seine Begrüßung. Und dient sozusagen als Maskottchen für Atlus, wenn man so will. Ja, für verschiedene Spiele, für verschiedene Projekte. Ich glaube ebenfalls bei Conventions und sowas sieht man auch jedes Mal eines von diesen von diesen Dämonen. Ich weiß nur ganz korrekt, wie die heißen. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass sie Eiselement haben und immer dieses fröhliche Hiho rausrufen. Das ist voll süß. So, dann gehen wir mal geschwind was essen. Eine Kleinigkeit. Kann auch mal was sein hier. Was haben wir noch? Jamwich. Wofür auch immer ein Jamwich ist. Ein Baguette? Ein Tag? Aber wisst ihr was? Komm in, Jamwich. Ich bin neugierig, wofür das ist. Ja, ein gemütliches Örtchen. So, dann schauen wir uns noch mal in anderen Ortschaften mal ganz kurz um und ja, ich warte aber eigentlich nicht mehr viel. Ich glaube jetzt an dem Teil des Spiels will man eigentlich, dass der Spieler weitermacht mit der Story. Zum Glück haben wir schon ein bisschen gelevelt im Hintergrund. Ich werde aber vielleicht noch mal ein klein bisschen leveln, um uns noch mal optimal vorzubereiten für die kommenden Dungeons. Wie geht's eigentlich unserem Goidrin to be? Aber die Leute scheinen inzwischen richtig gut drauf zu sein. Auf jeden Fall, manche Fans sind recht süß, manche ein bisschen merkwürdig. Aber trotzdem schön, dass, ja, sag ich mal, die Leute zu schätzen wissen, was unsere Stars da draußen tun. Vor allen Dingen Kiria ist jetzt im Moment extrem berühmt. Während ja Tsubasa mehr oder weniger der aufsteigende Stern ist, den noch nicht so viele kennen. Aber ja, dürfte sich auch mal demnächst zeigen. Gut, Leute, dann will ich mich zurück zum Office begeben, weil ich glaube, hier gibt es für uns erstmal nichts mehr zu tun. Und ja, machen dann im nächsten Part weiter von Tokyo Mirage Sessions Sharp FE. Werden dann hoffentlich noch ein bisschen mehr über die Story herausfinden, über die Charaktere herausfinden. Und werden uns auf jeden Fall zu Barry begeben, zu unserer nächsten kleinen Lektion. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Part, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.
壊したい。